Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir besuchen heute abermals das Minental, um auch ja, alle Viecher, die dort leben sollten, falls es sowas noch gibt, lebende Viecher, dass die ebenfalls uns von Nutzen sein werden in Form von Erfahrungspunkten, die wir ja sammeln wie die Weltmeister. Ich werde aber nicht die Abkürzung ins Minental nehmen, sondern gleich hier geradeaus laufen. Vielleicht gibt es ja ein paar Orks, die gerespawnt sind. Schauen wir mal. Auf jeden Fall zücke ich mal unsere geliebte Klaue Belias. Oder besser gesagt meine. Ich weiß ja nicht, ob ihr sie auch mögt. Ich mag sie halt gerne. Aber so wie es ausschaut, hätte ich ruhig die Abkürzung nehmen können, denn hier lebt nichts mehr. Ein Haufen Skelette sind hier, also nicht lebende Skelette, sondern einfach, hier sind einfach Leute gestorben. Ne, hier ist nichts gerespawnt. Kann man ja nicht wissen, ne? Weil als wir das Minental verlassen haben, haben wir die Abkürzung gewählt, also ich halt. Und da dachte ich mir, eventuell könnte hier ja noch was sein. Aber macht nichts. Wir sind jetzt eh gleich... Wir sind gleich durch. Horuk, ich werde auch zur Sicherheit speichern. Nicht, dass da ein Unglück passiert. Das würde ich nicht wollen. So, und wir gehen durch. Hier sehen wir keine Orks, ne? Hier ist schon alles geplättet. Nein, Spaß. So, dann gucken wir mal. Ist da drüben vielleicht irgendein Viech jetzt beim Lager? Nein, da ist niemand. Dann schauen wir da runter. Denn so wie es aussieht, ist hier nichts gerespawnt. Ich meine, ich schaue mich jetzt nur mal ein bisschen um die Burg herum um. Wenn da auch nichts gerespawnt ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr klein, dass es überhaupt hier noch Gegner gibt für uns. Was mir jetzt auch nicht unlieb wäre, ehrlich gesagt, denn dann können wir uns schon um den nächsten Teil der Hauptgeschichte kümmern. Nämlich, wir müssen uns eine Crew suchen. Ja, eine Crew fürs Schiff. Und dazugehörig auch einen Captain. Ich weiß auch schon ganz genau, welchen Trupp ich mitnehmen möchte. Unter anderem natürlich unsere Best Friends. Diego, Lester, Lares, Gorn. Habe ich ihn vergessen? Lee, Lester... Lares, Gorn, Diego. Milton, genau. Milton, den lieben Milton, nicht vergessen. Schau, der ist jetzt auch mal abgehauen. Na schön. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Ich werde jetzt das ganze Bild abkürzen. Meine Recherche, wenn man das so möchte. Und bohrte mich auf der Stelle in die Burg. So. Alle hopp. Boah, ich liebe diese Teleportersteine. Ich sag's euch, meine Lieben. Das ist einfach nur fantastisch. Oh, es könnte natürlich auch sein, dass Lord Hagen schon hier ist, ne? Ha! Mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Dass ich da jetzt da wahrscheinlich oben beim Pass jetzt da aus Versehen jetzt was verkehrt gemacht habe. Ich kann es nicht glauben. Ach, wird schon passen. Meine Meinung will ja keiner. Da sind momentan nicht mehr Paladine als noch mehr sonst. Kerold steht auch noch da. Passt. Dann schauen wir mal ein Stückchen darunter. Aber ich sehe hier noch nichts herumkräuchen oder fleuchen. Alle hopp. Schaut ruhig aus. Ist da oben was umgefallen? Nee, oder? Das schaut jetzt nur so komisch aus. Nein, da ist alles ruhig. Ich gehe noch ein Stückchen darüber. Ich glaube, Minental können wir abhaken. Ja, das sind nur Gräser. Keine Orks. Nichts gerespawnt. Spitze. Ich glaube, das können wir wirklich sein lassen. Sehr schön. Dann bohrte ich mich wieder zurück.
Bass Minental. Oder nein, wisst ihr was? Und wir machen das noch einfacher. Wir laden einfach den Spielstand hier. Dann brauche ich keine Zeit verschwenden. Noch besser. Perfekt, Minental ist erledigt. Gut, somit würde ich jetzt gerne, ehrlich gesagt, mit Onas Hof gern beginnen, also weitermachen. Ich möchte gern noch einmal mit unserem lieben Lee sprechen. Wo ist denn da? Schauen, ob jetzt was weitergeht, beziehungsweise... ja, mal schauen, ob wir sonst bei den Feuermagiern noch irgendwie weiterkommen. Aber es stand ja, wir brauchen jetzt eine Crew, ne? Entschuldigung. Da musste ich mal kurz husten. Die gute Rüstung tragen wir schon am Leib. Eine Waffe haben wir uns geschmiedet. Ich werde sie vielleicht anziehen müssen. Boah, ich hoffe nicht. Wie schaut's mit dir aus, lieber Torloff? Da, schau. Na, da geht's... Du bist Seemann. Ne? Diese Frage würde gar nicht kommen, wenn wir nicht schon so weit mit der Quest wären. Also, du bist Seemann? Du bist Seemann? Hast du das auch endlich geschnallt? Ja, verdammt nochmal, ich bin Seemann. Warum fragst du? Ich könnte deine Fähigkeiten gebrauchen. Ich muss zu einer Insel. Zu einer Insel? Du hast doch nicht mal ein Schiff, geschweige denn eine Mannschaft, um es zu führen. Nee, mein Junge. Wenn du meine Dienste als Kapitän und Stärkelehrer in Anspruch nehmen willst, dann musst du mir erstmal beweisen, dass du weißt, wovon du da redest. Außerdem habe ich gerade ganz andere Sorgen. Die Paladine ziehen nicht wie erwartet aus der Stadt ab. Es müsste schon etwas Gravierendes passieren, das sie veranlasst, das Feld zu räumen. Geh in die Burg im Minental. Klau der Torwache den Schlüssel für das Haupttor und öffne es. Den Rest werden die Orks besorgen. Nein! Keine Ahnung, sag du es mir. Was wundert dich? Nein! Wir müssen noch mal hin. Nein! Warum? Scheiße. Hi, Lee. Schwere Söldnerrüstung, Ahnung. Ja, hast du Ahnung, wie ich an das Schiff der Paladine komme? Hast du eine Ahnung, wie ich an das Schiff der Paladine komme? Meinst du, dann wäre ich noch hier? Das Ding ist besser bewacht als früher die Erztransporte des alten Lagers. Es muss doch eine Möglichkeit geben, auf das Schiff zu kommen. Klar, draufkommen ist da einfach. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Immerhin haben wir jetzt den Richter in unserer Gewalt. Das hat er doch vorher gewusst. Du gehst am besten zu ihm und quetscht ein Ermächtigungsschreiben für das Schiff aus ihm heraus. Aber das ist doch nicht alles. Um das Schiff zu lenken, brauchst du einen Kapitän, eine Mannschaft und so weiter. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran. Muss man mal ganz ja. Kräftig. Und wo soll ich die Mannschaft anheuern? Wen soll ich als Mannschaft anheuern? Das musst du selbst entscheiden. Ich hab so. Aber ich würde nur Leute mitnehmen, denen ich vertraue. Hast du genug Leute, denen du vertraust? Wenn du einen Schmied in deiner Mannschaft brauchst, solltest du Bennett fragen. Er ist sicherlich der Beste, den du je finden wirst. Ich würde doch gerne dich mitnehmen. Kennst du jemanden, der ein Schiff lenken kann? Soviel ich weiß, ist Torloff früher zur See gefahren. Er kennt sich aus. Gut, perfekt. Das sind jetzt genug Infos. Würdest du mit aufs Schiff kommen, alter Freund? Machst du Witze? Natürlich wäre ich dabei. Ich habe auf dem Festland noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Außerdem könnte ich dich im Kampf mit der Ein- und der Zweihandwaffe unterweisen. Ich könnte also von großem Nutzen für dich sein. Sehr gerne. Dann pack deine Sachen. Wenn ich dich brauchen kann, sag ich Bescheid. Boah, nee, pack deine Sachen. Dann pack deine Sachen. Was denn? Jetzt sofort? Ja. Ich habe vor, hier zu verschwinden. Und wenn du mitkommen willst, komm zum Hafen. Wir treffen uns am Schiff. Ich habe schon so lange auf diesen Moment gewartet. Ich werde dort sein. Perfekt. Ich kann dich doch nicht gebrauchen. Boah, wie fies. Ich wäre mir da nicht so sicher. Nee, Alter. Und du natürlich, mein lieber Freund. Waffenbruder, ich brauche deine Axt. Ich könnte dich und deine Axt gebrauchen. Na, das wundert mich nicht. Das kann ich für dich tun. Würdest du mit mir zu einer Insel segeln und dem Feind in den Arsch treten? Klar. Sofort. Sag mir nur, was ich tun muss.
Das höre ich zum ersten Mal. Komm zu mir an Bord. Komm zu mir an Bord. Warte am Hafen auf mich. Ein Schiff? Ha. Eins muss man dir lassen. Sag mit dir wird es nie langweilig. Komm schnell nach. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Gorn bleibt sicher nicht hier. Sicher nicht. Wie schaut's mit dir aus? Nein. Da sind wir fertig, Herrinnen. Da fehlt nur noch Bennett. Moment, ich gehe noch schnell all die Münzen abgeben. Die geben wieder ein paar Erfahrungspunkte. Jo. Hallo, Vassili. Wir haben wieder was für dich. Interesse an weiteren alten Münzen? Sicher. Hast du noch welche? Ein paar. Danke. Hier ist dein Geld. Gerne. Bring mir alle, die du finden kannst. Wir geben uns Mühe. Tschüss. Dann haben wir Bennett noch vor uns, ne? Dann ist die Frage, ob Kord auch mit will. Torloff ist klar, ne? Dann müssen wir zum Schluss fragen, wenn das Schiff dann unser ist. Bennett, alter Freund. Ja, ich muss zu einer Insel und könnte einen Schmied brauchen. Ich muss zu einer Insel. Ich könnte einen Schmied gebrauchen. Und da hast du an mich gedacht? Mhm. Ja, was sagst du? Dann wärst du auf jeden Fall weg von hier. Besser als Onashof. Junge, selbst die Hölle kann nicht so schlimm sein. Ich bin dabei. Boah, das ging aber schnell. Sei mein Schmied. Wir sehen uns am Hafen. Sei mein Schmied. Wir sehen uns am Hafen. Alles klar. Bis nachher. Bis nachher, Freund. Nein, um Gottes Willen. Ich nehme. Also das ist auf jeden Fall mein Plan. Entschuldigung. Ich werde selbstverständlich alle Freunde, die wir im ersten Teil schon für uns gewinnen konnten, mit aufs Schiff nehmen. Das ist ganz klar. Und da ich mich den Söldnern bzw. den Drachenjägern angeschlossen habe, ist für mich glasklar, dass diese Leute mit mir kommen sollen. Du auch? Nein. Ich glaube, so viele nicht. Das sind immer halt spezielle Leute, ne, die wir mitnehmen können. Also wirklich, wirklich Leute, die wir brauchen. Ja, Scheibenkleister, ne? Moment, jetzt machen wir eine Wiederholungstat zum Bass von Corinis. Es tut mir so, so unendlich leid. Es tut mir wirklich leid. Wir müssen nochmal ins Minental. Aber ihr Lieben, ich werde das natürlich schneiden, damit ihr das nicht nochmal ertragen müsst. Oder wie viel Zeit habe ich denn schon verplempert? Ja, sind schon über 10 Minuten. Ich meine, da wir jetzt eh nichts killen brauchen, zahlt sich's aus. Ja, es zahlt sich schon aus. Also ich melde mich dann wieder, wenn ich bei der Burg bin. Wir hören uns gleich wieder. Herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt hier bei der Haupttorwache und wir quatschen die jetzt mal an. Was ist deine Aufgabe? Was müsste jemand tun, wenn er das Haupttor öffnen wollte? Ja, fragen wir mal. Was müsste jemand tun, wenn er das Haupttor öffnen wollte? Um Himmels Willen, warum willst du das wissen? War nur so eine Frage. Schon gut, war nur so eine Frage. Mal den Teufel nicht an die Wand. Die Zeiten sind so schon schwer genug. Jetzt geh, ich hab zu tun. Ja. Hallo. Schau mal, ob's reicht, ne? Ja, und 250 Erfahrungspunkte. Schön. Ja, jetzt ist die Frage, müssen wir warten, bis es Nacht wird, oder... Ich mach dir jetzt einfach mal zu, ne? Ich bin's nicht gewesen, falls jemand fragt. Da ist ein Schalter, okay. Ich speichere das mal. Wir haben jetzt ja... Oder? Wir haben doch den Schlüssel. Warte, ich mach das mal lieber extra. So. So. Und? Ja? Haut hin. Falls ihr denn das Video gerade nicht seht, es wird gerade die Burg dargestellt. Eine Nahaufnahme des Tors und das Tor öffnet sich. Die Orks auf einmal sitzen um das Lagerfeuer rum und einer kriegt mit, dass das Tor offen ist. Und jetzt stürmen sie zum Tor hin. Also dafür, dass wir die alle schon besiegt haben, ne? Alter Schwede. Den hat's umgebracht. Jupp. Ja, jetzt geht die Post ab, ne? Scheiße.
Boah, das sind aber viele. Ich traue mich da jetzt aber nicht anzugreifen, ehrlich gesagt. Ich wüsste auch gar nicht, ob sich das was bringen täte, ehrlich gesagt. Mal hier speichern. Ein Mist viel weniger. Ich wüsste echt nicht, ob sich das was bringt. Das möchte ich echt gerne mal probieren. Katschanga. Komm, Katschanga. Und bam. Na gut, Erfahrungspunkte kriegen wir, ne? Wow. Halt. Nein. Okay. Okay. Da kriegen wir einen Fehler. Wow, ne? Komm her, du Ohrkette. Katschanga. Na, es wäre schon toll, wenn du durch meine Hand sterben könntest. Jawohl. Der ist weg. Wow, ne? Alter Schwede. Bam, Chuck, der ist auch weg. Okay. Nein. Wir laden das nochmal. Das ist keine gute Idee. Wo war denn das jetzt? Da unten, ne? Hier und da so. Es ist besser, wenn wir, glaube ich, abhauen. Außer wir hätten Feuerregen, aber ich glaube nicht mal der könnte uns jetzt helfen. Nein, wir suchen definitiv das Weite. Bevor die uns hier finden und uns zu Hackfleisch verarbeiten, das sind einfach zu viele. Wir müssen zum Pass vom Minental, da. Und schnell weg. Passt, geschafft. Jetzt müssen wir das ganze Desaster dem Lord Hagen berichten. Ich schneide das jetzt gerade mal nicht, weil wir eh ganz flott am Pass von Corinis sind. Und dann können wir uns direkt in die Hafenstadt porten. Also, so. Lade, 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 lade. Lade, Marmelade. Bäm, schon sind wir da. Das Wasser, Hafenstadt, perfekt. Ja, ne? Wir sind überhaupt nicht unanständig. Warte. Da wir gerade mal hier sind, nehme ich gleich den nächsten Best Friend mit. Hey, hallo, Lades, wenn er halt mag. Wegen der verschwundenen Leute. Nee, hast du Lust, die Insel zu verlassen? Hast du Lust, diese Insel zu verlassen? Nichts lieber als das. Ja. Was hast du vor? Ich habe herausgefunden, wo der Anführer der Drachen sich aufhält. Er ist auf einer Insel, nicht weit von hier. Ich habe vor, ihm endgültig den Garaus zu machen. Jupp. Klingt nach einem Heidenspaß. Wenn du mich brauchen kannst, bin ich dabei. Liebend gern. Brauchst du auf deiner Reise noch einen Lehrer für Geschicklichkeit oder Kampf mit der Einhandwaffe? Kann leicht passieren, ja? Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen, alter Freund. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Wir treffen uns alle am Schiff. Ein Mann der Taten. Ja. So habe ich's gern. Wir sehen uns. Bis gleich. So, perfekt. Wenn wir dann irgendwas brauchen, wir brauchen nur zum Schiff dann hinhatschen. Wie gesagt, dort sind alle versammelt. Und dann passt das schon. So, jetzt sind wir hier. Jetzt gehen wir rauf ins obere Viertel. Da werden wir auch sofortigst mit Diego quatschen, denn er ist auch einer unserer Best Friends. Der soll auch mit. Oh, Bospa, natürlich, so, da wir schon hier sind, ne? Lieber Bospa, bitte. Wo hast du dich schon wieder so lange? Ich skipp das mal wieder, ne? Der schimpft uns eh nur zusammen. Hier ein paar Felle für dich. Ich habe hier ein paar Felle für dich. Wolfsfell, das ist gut. Fell ja. Von Wagen. Mhm. Zähe Biester sind das. Oh ja. Ah. Sogar das Fell eines Schattenläufers. Mhm. Ist eine Menge wert. Und jetzt was pass auf. Was ist das für ein Fell? Das habe ich einem Troll über die Ohren gezogen. Ja. Das ist ein halbes Vermögen wert. Mhm. Gute Arbeit. Wow. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Ja, später vielleicht. Vierti. Hat mich gefreut, mein Lehrmeister. Meine Meinung will ja keiner hören. So. Ja, einer unserer besten Freunde kann man ja nicht fragen. Sardas ist ja verschwunden. Ich glaube, der Kerl ist schon mal voraus fortgegangen oder geportet, wie auch immer. Diego, alter Freund, möchtest du Corinis verlassen? Ich werde Corinis verlassen. Kluge Entscheidung. Ich wünschte, ich könnte mit. Die Stadt hat sich zu sehr verändert. Die Zeit des schnellen Goldes ist vorbei. Ich könnte dich im Bogen schießen, Schlösser knacken und Geschicklichkeit unterrichten. Außerdem kannst du sicher einen guten Dieb gebrauchen. Auf jeden Fall. Komm bitte mit. Komm doch mit. Wir werden uns am Hafen versammeln. Ah, du hast recht. Corinis ist ein Loch. Ich werde mit dir gehen.
Warte einen Augenblick, ich bin sofort fertig. Hm? Geht sich nur schon umziehen? Weil mit so einer feinen, mit so einem feinen Gewand wird sich unser Gegner nicht beeindrucken lassen. Das schaut schon besser aus. So, ich bin bereit. Perfekt. Wir sehen uns am Schiff. Kümmere dich um die Stadt, um Gottes Willen, nein. Du kommst mit. So, dann auf zum Hagi. Zum Lord Hagele. Wie ist Beth Hammers denn? So, muss ich ein bisschen umrechnen. Ja, geht schon noch. Hagen? Lord Hagen? Ist der Futsch? Ist er schon weg? Hallo? Ist er vielleicht oben? Kann jetzt sein, dass die jetzt schon... Hä? Lord Hagen? Ich muss mal schlafen gehen. Vielleicht finde ich ihn dann an. Außer er ist wirklich schon vorangestürmt. Bis zum nächsten Morgen, Pen. Das könnte es natürlich auch sein. Ja, jetzt werden wir wahrscheinlich gleich... Das war jetzt nur ein Sessel, ne? Ja. Vielleicht war schon zu spät, dass er schon schlafen gegangen ist oder so. Hagen? Nö, der ist weg. Der ist futsch. Dann dürfte er... Hallo. Festland? Nö. Dann ist der schon weg. Ritter. Jo. Dann ist er schon weg. Passt. Aber die Schiffshaine sind ja immer noch da. Keine Ahnung, sag da komme ich jetzt gerade nicht... Oh, bin ich blöd. Da ist er, ne? Ups. Hallo, hey. Hagen. Ups. Ich brauche ein Schiff. Von mir erfährt keiner. Soll ich das echt fragen? Ich brauche ein Schiff. Du hast ja noch nicht einmal einen Kapitän, geschweige denn eine Mannschaft. Was ist mit dem Schiff im Hafen? Das gehört mir und das bleibt auch so. Mit diesem Schiff werden wir das Erz abtransportieren. Wenn das erledigt ist, dann kannst du mich ja nochmal fragen. Aha, gut. Die Orks sind in die Burg eingedrungen. Die Orks haben die Burg im Minental gestürmt. Bei Inos! Was genau ist da geschehen? Ein Irgendwie Unfall. Hat sich wohl das Tor geöffnet. Irgendwie? Wie ist das möglich? Es muss einen Verräter in der Burg gegeben haben. Worauf wartet ihr noch? Worauf wartet ihr noch? Jetzt, wo die Burg gestürmt wurde, brauchen wir umso mehr Vorräte. Alter. Aber unser Aufbruch wird sich dadurch nicht lange verzögern. Na, supi. Na? Jetzt schimmelt er immer noch darum. Hallo, dort werden die Leute gerade umgemetzelt, also gib Gas. Gut. Corinnes Hafenstadt. Müssten wir jetzt fertig sein? Das heißt, wir müssen zum Kloster. Denn dort wartet ebenfalls ein treuer Freund auf uns. Da. Nämlich. Boah. Wow, kein Gering. Na, würdest du bitte. Hallo? So. Kein geringerer als unser Best Friend Milton. Hey, ich habe gehört, du warst ziemlich lange im Keller des Klosters. Was hast du herausgefunden? Aha, ich weiß jetzt, wo der Feind sich versteckt. Ich weiß jetzt, wo sich der Feind versteckt hält. Es ist eine kleine Insel, nicht weit von hier. Mhm. Das ist unsere große Chance. Wir müssen sofort aufbrechen und das Böse endgültig vernichten. Hast du schon mit Diego darüber gesprochen? Ich denke, er wird dich begleiten wollen. Was ist mit Gorn? Rede mal mit ihm. Ich habe gehört, dass er wieder aus dem Minental zurückgekehrt ist. Und vergiss Lester nicht. Wenn du ihn nicht aus seinem Tal herausholst, wird er dann noch vergammeln. Meine Rolle dabei kenne ich auch schon. Ich kann dein Mana steigern und dem Runenbau behilflich sein, wenn wir gegen den Feind antreten. Wann geht's los? Du bist sofort dabei. Willkommen an Bord. Willkommen an Bord. Wir treffen uns am besten am Hafen. Warte dort auf mich. Gut. Wenn du soweit bist, werde ich dort sein. Fein. Wo soll ich nach einem Captain suchen? Wo soll ich nach einem Kapitän suchen? Frag doch mal Jorgen. Der ist doch Seemann. Er müsste eigentlich noch im Kloster sein. Wenn er dir allerdings nicht weiterhelfen kann, wirst du auf den Bauernhöfen oder in der Stadt nach jemandem suchen müssen, der ein Schiff steuern kann. Sprich am besten mal mit Lee oder geh zum Hafen von Corinnes. Was Besseres fällt mir im Moment nicht ein. Danke dir. Bis später. Stimmt, ich Idiot. Habe ich doch glatt Lester vergessen. Erwähne ihn noch, Klass, und vergesse ihn mitzunehmen. So,
Aufzug Satersturm. Hui! Lester, mein Pestfriend. Auf geht's. Du darfst von hier weg. Ich habe herausgefunden, wo sich der Feind versteckt. Frag mich nicht wieso, aber ich spüre, dass ich dich begleiten sollte. Bitte. Wie meinst du das? Ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, dass ich die Antwort nur erfahre, wenn ich dich begleite. Ja, dann komm mit. Dann komm mit und hol dir deine Antworten. Wir treffen uns am Hafen. Wenn ich soweit bin, werde ich dorthin kommen. Beeil dich, unsere Zeit ist knapp. Ja, mach mal. Tschü. Dann mache ich trotzdem nochmal einen Port zum Pass Corinis, weil ich möchte schauen, ob Cor Anga nicht auch mit möchte. So, dazu müssen wir da ein Stückchen noch darüber hatschen. Cor Anga wäre halt auch eine geile Geschichte, wenn der mit will. Hätte ich überhaupt nichts dagegen. Dann muss ich mal kurz nachdenken. Also, Lee ist dabei. Gorn ist dabei. Diego ist dabei. Milton ist dabei. Laris ist dabei. Lester ist dabei. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Milton ist dabei. Müsste passen. Ich glaube, du willst da nicht weg, oder? Tatsächlich. Hättest du Lust, mit einem Schiff hier zu verschwinden? Nein, jetzt nicht mehr. Ich habe schon meine Aufgabe gefunden. Vielleicht ein andermal. Okay, passt. Tschüss. Dann du vielleicht. Möchtest du Corinnes mit mir verlassen? Ich werde Corinnes verlassen. Würdest du mitkommen? Je weiter ich vom Minental wegkomme, umso besser. Wann geht's los? Komm zum Hafen. Ich komme danach. Komm zum Hafen. Ich komme später nach. Bin schon unterwegs. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Perfekt. Siehst du, jetzt habe ich noch was vergessen. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob Vatras mit möchte. Scheibendreck. Ich werde jetzt den Part sowieso... Er ist sowieso schon viel zu lang, ich weiß. Ich bohre mich jetzt nochmal absichtlich zum Hafen, also in die Hafenstadt, und frage Vatras, ob er auch mit möchte. Ich glaube, dann haben wir alle. Ich hoffe es halt sehr. Ich werde auch mal speichern, da fällt mir gerade ein, das wäre nicht schlecht. So. Ich habe mir gedacht, ich trommle jetzt die Crew zusammen. Ich hoffe, ich vergesse keinen, das wird mir dann, glaube ich, eh mitgeteilt. Und werde dann den Part beenden, sodass wir im nächsten Part die Insel unseres Todfeindes bereisen können. Und vielleicht schaffen es wir auch schon im nächsten Part, dass alles dem Ende sich zuneigt. Hallo Vatras. Ich kenne den Standort des Feindes. Ich kenne den Standort unseres Feindes. Dann lass uns keine Zeit verlieren und ihn aufsuchen, bevor er zu uns kommt. Du willst mich begleiten? Ich habe lange darüber nachgedacht und bin mir meiner Sache noch nie so sicher gewesen, mein Freund. Cool. Es ist mir eine Ehre. Bitte komm und steh mir zur Seite. Es ist mir eine Ehre, dich an meiner Seite zu wissen. Wir werden uns im Hafen treffen. Lass dir nicht zu viel Zeit. Der Feind schläft nicht, mein Freund. Hör zu, Leute. Ich werde woanders gebraucht. Ich weiß nicht, ob ich zurückkommen werde. Wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, lest die Geschichte in den alten Schriften nach. Möge Adanos mit euch sein. Ich danke dir. Gut, ich glaube, das war's. Oh, nein, da haben wir noch einen guten Freund. Okay, da geht nicht. Ich hoffe, wir haben alle, ne? Mir fällt jetzt auf die Schnelle niemand mehr ein. Bis auf Torloff. Dann schauen wir mal. Ich denke, er wird sich uns nur anschließen, wenn wir genügend Leute haben. Also, auf zum Großbauern und holen wir unser bestes Stück oder eines unserer besten Stücke. Stimmt, Kurt können wir auch fragen. Dich vielleicht auch, Patrick? Nein, der will nix. Kurt, du wärst auch nicht schlecht, an Bord zu haben. Okay, nix da? Ich wundere mich über gar nichts mehr. Wie schaut's mit dir aus? Irgendwann werde ich dieses Recht. Alles klar, nix ist da. Dann bleibt nur noch Torloff über, als unser Captain. So. Das Tor zur Burg im Minental ist geöffnet. Das Tor zur Burg im Minental ist geöffnet und hat sich verklemmt. Die Orks konnten ungehindert die Burg stürmen. Die Paladine in der Burg haben schwere Verluste gegen die Orks erlitten.
Es dauert nicht mehr lange, schätze ich, bis die Paladiner aus der Stadt ins Minental vorrücken, um die Jungs aus der Burg zu holen. Dann steht ja einer Flucht aus diesem verfluchten Landstrich nichts mehr im Wege. Ja. Willst du jetzt mein Captain sein? Wirst du mir jetzt helfen, zur Insel zu kommen? Ach ja. Du wolltest ja zu einer Insel. Ich mach dir einen Vorschlag. Du zahlst mir 2500 Goldmünzen und ich führe dein Schiff. Dafür werde ich dich dort auch in Stärke und Geschick unterrichten, wohin du auch immer segeln willst. Ist in Ordnung. Bitte nimm. In Ordnung. Hier hast du das Gold. Wunderbar. Jetzt musst du mir nur noch genau sagen, was ich machen soll. Sei mein Captain. Sei mein Kapitän. In Ordnung. Besorg mir ein Schiff und eine ausreichend starke Mannschaft und ich bringe dich zu der verdammten Insel. Hast du eine Seekarte? Ohne so ein Ding werden wir nicht weit kommen. Lass das meine Sorge sein. Wir sehen uns am Hafen. Da bin ich ja mal gespannt. Perfekt. Und das nächste Opfer, die nächsten Verbündeten für unsere Schiffsreise gefunden. Sehr schön. Ich glaube, wir haben unsere Runde geschafft. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt noch jemanden mitnehmen dürfen können. Ich glaube, wir sind fertig. Ihr Lieben, somit werden wir im nächsten Part uns zum Hafen von Korinis begeben. Wir werden nochmal shoppen gehen. Ich werde auch hier gleich anfangen mit der Guten da vorne. Wir werden alles einkaufen und verkaufen, was wir definitiv nicht mehr brauchen werden. Somit werden wir auch Tränke brauen. Wir werden da uns noch ein bisschen vorbereiten. Und somit dann einen super tollen Start haben in Richtung Endgegner. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!